Das Ruckeln innerhalb des Wagens ließ Rittersporn aufschrecken und unsanft aus seinem Schlaf erwachen. Einerseits war er froh darüber, denn der Traum, der ihn gerade geplagt hatte, über die Nacht, in welcher er und Ciri vor Hurensohn Junior fliehen mussten, war kein Moment, an den er gerne zurückdenken wollte. Andererseits war dies einer der wenigen Momente in den letzten Wochen gewesen, in welchen er überhaupt hatte schlafen können. Nachdem er von den Hexenjägern gefangen genommen worden war, hatten sie ihn immer und immer wieder nach der entsprechenden Nacht befragt und waren dabei nicht zimperlich gewesen. Er hatte durchgehalten, doch er hatte sich immer davor gefürchtet, dass irgendwann der Anführer Caleb Menge selbst Hand anlegen würde. Dieser hatte sich immer nur im Hintergrund gehalten, doch Rittersporn konnte in dessen Augen sehen, dass er ein ganz anderes Kaliber war als der Rest der Hexenjäger. Doch dazu war es nie gekommen. Nachdem sie ihn einen Tag in Ruhe gelassen hatten, wurde heute Morgen plötzlich beschlossen, dass er scheinbar die Mühe nicht wert war und er sollte in Ochsenfurt gehängt werden. Er hatte bis zum Ende gehofft, dass Geralt ihn eventuell wieder aus der Gefahr retten würde, wie er es auch schon in Flotsam getan hatte, doch scheinbar hatte er sein Glück über die Jahre aufgebraucht. Er hatte überlegt, die Hexenjäger zu fragen, ihm als letzten Wunsch eine Feder und Pergament zu geben, damit er seinen Freunden einen letzten Brief schreiben konnte, doch mal abgesehen davon, dass die Jäger nicht den Eindruck machten, dass sie solche Wünsche ernst nehmen würden, wollte er nicht am Ende noch seine Freunde in Gefahr bringen, indem er ihren Namen den Hexenjägern verriet. Nun war es sicher nicht der Fall, dass er mit seinem Leben unzufrieden war. Er war nicht nur weit herumgekommen, sondern hatte sich auch mit seinen Balladen einen Namen gemacht. Nichtsdestotrotz kam er nicht umhin zu bereuen, dass er zwei Dinge nicht getan hatte. Die erste Sache war, dass er nie sein Werk ein halbes Jahrhundert Poesie zu Ende bringen konnte. Nicht nur, dass die Welt nun darauf verzichten musste, er hatte auch gehofft, die Taten seiner alten Freunde darin zu verewigen, die in ansonsten keinem Geschichtsbuch auch nur erwähnt werden würden. Und die zweite Sache, die er bereute... Er glaubte nicht wirklich an die Götter, aber er schwor sich bei allen, die existierten, dass, sollte er dieser Situation durch ein Wunder doch wieder entkommen, dann würde er dieses Mal Nägel mit Köpfen machen und keine Ausflüchte mehr suchen. Das war ein netter Gedanke, der ihm die Ruhe zurückbrachte, wodurch ihn auch sofort der Schlaf, der ihm aus den letzten Tagen fehlte, wieder übermannte, bis auf einmal ein lautes Geräusch zu hören war. Nicht einmal einen halben Tag vor diesen Geschehnissen war Novigrad tatsächlich in einem leichten Aufruhr gewesen, denn die Gruppe der Lunden, die in der Gegend für ihre kleinen Auftritte bekannt waren, verkündeten die Nachricht von einem neuen Theaterstück Irinas und ihrer Füchse mit einer für Novigrad gewagten Geschichte. Darin ging es angeblich um die Liebe zwischen einem Doppler und einer Prinzessin und offenbar sollte auch ein Hexer eine Rolle darin übernehmen. Unter den Schaulustigen, die sich versammelt hatten, hatte sich auch ein Mann gesellt, der gerade eigentlich nur durch die Stadt gestreift war. Als er die Idee der Geschichte hörte, ließ er den Blick durch die Menge gleiten und dieser blieb dann auf einem scheinbar redanischen Soldaten hängen, der ebenfalls interessiert an der Geschichte schien. Der Mann lächelte in sich hinein. Na Klaus, das klingt doch nach einem unterhaltsamen Abend und wir haben immerhin noch etwas Zeit. Zu wem er das sprach, konnte man nicht sehen, aber die restlichen Zuschauer beachteten ihn auch nicht weiter. Der Mann, der redanische Soldat und auch einige andere Leute machten sich auf zum Ort der Austragung, wo am Abend das Stück begann und in welchem es auch eine interessante Entscheidung in der Besetzung gab. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller Hexer Geralt als er selbst. Am Morgen dieses Tages hatte Geralt noch nicht einmal damit gerechnet, dass er in einem Theaterstück mitspielen würde. Nachdem er von Menge erfahren hatte, dass Rittersporn in einem Kerker der Tempelinsel saß, machte er sich mit all seinen Informationen sofort zu Priscilla zurück, um mit ihr einen Plan zu schmieden, was sie tun könnten. Triss hatte eine interessante Idee mit Dudo gehabt, doch dieser hatte eine entscheidende Lücke, die sie erst überwinden mussten. Priscilla wartete schon ungeduldig auf Geralts Rückkehr in ihrem Zimmer im Eisvogel. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudo finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudo finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer? Schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Du kennst Dudu schon lange? Nun, es mag seltsam klingen, aber ich bin nicht sicher. Offenbar war er in verschiedenen Gestalten in meiner Nähe und hat versucht, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Danke.
Zuerst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dann beschloss er, aufs Ganze zu gehen und nahm die Gestalt von Rittersporn an. Und woran hast du gemerkt, dass es nicht Rittersporn war? Kann Dudu nicht singen? Nein, ganz einfach. Er hat von etwas anderem als sich selbst geredet. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe, entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel? Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Hm. Wenn die Schauspieler also helfen würden... Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Dudu und die Schauspieler, wie sind sie sich begegnet? Das war mein Werk. Bei einer Premiere lag Maxim im Koma. Er war voll wie eine Natter. Da fiel mir Dudu ein. Es gibt schwerlich ein besseres Double als ein Doppler. Und Dudu hat sich ihnen einfach so offenbart? Ich hielt es nicht für klug, irgendwen einzuweihen. Aber Dudu und Irina haben sich auf Anhieb verstanden. Und er hat sich so hoffnungslos in das Theater verliebt. Dass er angefangen hat, mit euch aufzutreten? Ja, und jetzt fühlt Irina sich furchtbar schuldig. Sie haben zugelassen, dass er sich in Gefahr bringt. Das verzeiht sie sich nicht. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudu sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudus Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, so ein Stück zu schreiben. Vielleicht machst du das besser allein. Es geht bestimmt schneller, wenn du mir hilfst. Du wirst sehen, wir werden uns köstlich amüsieren. Na schön. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft. Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Mehr oder weniger. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Povis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen, ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Habe ich denn irgendwas zu sagen oder hast du schon alles entschieden? Was hast du denn? So funktionieren kreative Prozesse. Wir werfen mit Ideen um uns und wählen die besten aus. Also deine. Na, du musst zugeben, dass ich mich in Theaterdingen besser auskenne. Natürlich hilfst du mit, das Stück zu schreiben und das Gesamtwerk zu schaffen. Rittersporn wird's dir erklären. Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen ziehst du vor? Nehmen wir die Erlösung des Dopplers. Das ist kurz und knackig. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mach mich dran. Eine Komödie ist wohl sicherer. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise
Oder denkst nach? In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Geralt, warte! Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie Komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. So langsam verstand Geralt, was Soltan damals gemeint hatte, als er Priscilla als einen Rittersporn mit Brüsten beschrieben hatte. Nicht nur vom Aussehen, sondern selbst vom Charakter ähnelten sich die beiden. Aber er war ganz froh darüber, dass er sich dadurch keine Gedanken zum Stück hatte machen müssen. Irina und ihre Schauspieler hatten ihre Bühne direkt in der Nähe des Platzes des Hierarchen. Ob man hier ein Stück über einen Doppler aufführen konnte, fragte sich Geralt, doch eine andere Möglichkeit hatten sie nicht. Nachdem er seinen Eintritt gezahlt hatte, traf er auch schon direkt auf die Leiterin selbst. Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva, Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Hat er die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, um ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Aber was können wir tun? Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken. Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schau's mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Die Lunden, welche das Stück bekannt machen sollten, saßen in ihrem Haus in den Scherben. Offenbar hatten sie Probleme mit einigen Schlägern, die nach ihrer letzten Ballade von der Kirche bezahlt wurden, um ihnen zuzusetzen, sodass die Lunden nicht mal mehr ihr eigenes Haus verlassen konnten. Die Schläger traf Geralt auch nicht unweit entfernt und schaffte es, diese zu überzeugen, die Lunden nicht weiter unter Druck zu setzen. Als Dank machten diese sich auch sofort daran, das Stück unter den Leuten der Stadt Novigrad bekannt zu machen. Geralt hoffte nur, dass auch Dudu davon hörte, denn der Erfolg selbst war ihm immerhin recht egal. Das Problem mit den Ordnern konnte auf ähnliche Art und Weise gelöst werden, denn noch mehr als eine Bezahlung wollten diese einen knackigen Kampf mit Geralt. Er packte also seine etwas eingerosteten Faustkampfkünste aus, welche er einst auf seiner Reise durch Temerien immer weiter verfeinert hatte, wodurch noch nicht einmal die beiden Brüder gleichzeitig ihm ein Problem bereiten konnten.
Mit allen Vorbereitungen getroffen, kehrte er zur Irina zurück, doch diese hatte noch eine kleine Überraschung für ihn parat. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar, ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm, aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Dudu muss dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Also gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter mich. Das sagen alle beim ersten Mal. Und dann kriegt man sie gar nicht mehr runter von der Bühne. Es ist toll, du wirst sehen. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Meine Damen und Herren! Ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Hier sind wir versammelt in edelster Rund. Zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen
brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute sei Schluss damit. Werd meine Braut. Ich hab keine Ruhe, bis wir endlich getraut. Oh, Liebster, mein Ja. Wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein! Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wird dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz.
Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand? Außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Geralt erreichte die Schlucht. Er war kein Guerillakämpfer, doch selbst er sah, was Soltan hier plante. Kurz vor dem Morgen trafen dann auch dieser und seine Zwerge ein und sie legten sich auf die Lauer. Priscilla überraschte sie mit ihrem Erscheinen, überbrachte aber auch die Nachricht, dass sich die Jäger bereits in Bewegung gesetzt hätten. Geralt war dagegen, dass sie hier blieb. Es war immerhin nicht ungefährlich, doch wie schon Rittersporn war auch Priscilla nicht von ihrem teilweise dummen Vorhaben abzubringen, da konnte er sagen, was er wollte. Er konnte nur hoffen, dass sich das später nicht rächen würde. Zeit hatten sie aber nicht genug, um das auszudiskutieren, denn da meldeten sich bereits die Späher. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Rittersporn! Verdammt! Geralt sprang sofort auf Plötze, doch leider hatte der Jäger einen guten Vorsprung.
Geralt wusste aber auch, dass das Pferd durch das Tragen von zwei Personen seiner Plötze auf Dauer unterliegen würde, und weil das Gewicht des Pferdes erhöht war, konnte er auch den Spuren recht einfach folgen. Ihm fiel dabei auf, dass der Jäger immer wieder vom eigentlichen Weg abkam, scheinbar ließ sich Rittersporn nicht so einfach unterkriegen. Nach einer Weile des Ritts fand er schließlich das Pferd des Jägers, welches unter dem Gewicht zusammengebrochen war. Ganz in der Nähe befanden sich Hütten, die einer Gruppe Halblinge gehörten, die hier wohl nicht ganz legale Geschäfte abwickelten. Doch das war auch ein Vorteil für Geralt, denn sie wollten den Jäger natürlich ebenfalls loswerden und zeigten Geralt daher den Geheimgang, den sie für den Fall einer schnellen Flucht angelegt hatten. Durch diesen fand er dann auch schließlich Rittersporn, erledigte den Jäger mit ein paar wenigen Hieben und war froh, dass am Ende alles gut ausgegangen zu sein schien. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ach, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ja auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Ciri hatte Hurensohns Leute ganz schön aufgemischt, um Dudu zu befreien. Das hättest du sehen müssen. Sie kämpft schon fast so gut wie du. Geralt wirkte bei dieser Bemerkung weniger erfreut, was Rittersporn aber gar nicht bemerkte. Doch leider blieb uns keine Zeit, uns darüber zu freuen. Von allen Seiten kamen weitere seiner Männer. Wir waren schließlich auch in seinem Territorium. Alles, was uns blieb, war die Flucht. Ich hatte für diesen Fall bereits Pferde besorgt gehabt und wir flohen in Richtung Tempel der Tempelinsel. Warum denn gerade dahin? Dort hättet ihr keinen Fluchtweg. Was weiß ich, was mich geritten hat? Geralt, ich bin kein Verbrecher. Ich war in dieser Situation das erste Mal. Die Flucht in den Tempel erschien mir zu diesem Zeitpunkt die einzige Option. Doch wie du richtig bemerkt hast, war das nur eine Sackgasse. Zu den Männern von Hurensohn gesellten sich auch schon bald Wachen des Tempels und Ciri hatte während des Kampfes scheinbar etwas abgekriegt, weswegen sie zu Boden ging. Eine der Wachen setzte daraufhin mit einer Armbrust auf sie an. Ich tat alles, was ich konnte, hechtete, um ihr zu Hilfe zu kommen, doch bevor ich sie erreichen konnte, war sie plötzlich verschwunden. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was da genau passiert ist, Geralt, und bevor ich mich sammeln konnte, hatten die Wachen mich bereits umzingelt und den Rest kennst du ja. Aber Geralt, da du jetzt hier bist, kannst du mir vielleicht helfen. Wir müssen unbedingt Ciris Kästchen von Hurensohn zurückholen. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Ach, das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs, dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was?
Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst? Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Geralt, eine Sache noch. Ich möchte dir keine Angst machen, aber in der Nacht, in der sie mich in den Kerker auf der Tempelinsel gebracht hatten, spürte ich, wie es auf einmal kalt wurde. Ich sah aus meiner Zelle hinaus und da konnte ich sie am Himmel sehen. Die Reiter, die Ciri verfolgten. Ich kann dir sagen, dass ich in meinem Leben noch keine solche Angst verspürt hatte, doch ich wollte den Blick nicht abwenden. Einer der Reiter schien einige Zauber zu wirken und dann verschwanden sie wieder, ohne dass sie mehr taten. Weißt du zufällig, wohin sie verschwunden sind? Das müsste in Richtung Westen gewesen sein, in Richtung Meer. Also noch ein Grund, nach Skellige zu reisen. Ich bitte dich, Geralt, rette Ciri, bevor diese wilde Jagd sie finden kann. Ich will mir gar nicht vorstellen, was sie erwartet, sollten sie sie vor dir finden.